An diesem Sonntag werden die Italiener im Rahmen von vorgezogenen Neuwahlen an die Urnen gerufen. Über eine mangelnde Auswahl können sich die Wähler diesmal nicht beklagen, auch nicht hier in Südtirol. Allein hier am Tisch haben wir drei Kandidaten sitzen des Senatswahlkreises Ost, die unterschiedlicher nicht sein können. Wir haben einerseits den SVP-Senator Meinhard Durnwalder, dann die freiheitliche Landtagsabgeordnete Uli Meier und den ehemaligen Landtagsabgeordneten der Grünen Hans Heiß. Beginnen wir gleich bei Ihnen, Herr Durnwalder. Was unterscheidet Sie von Ihren hier anwesenden Kontrahenten und warum sollen die Südtiroler Ihnen ein zweites Mal das Vertrauen schenken? Ja, guten Morgen zunächst von meiner Seite. Also natürlich, wie bereits angesprochen, wir treten ja in unterschiedlichen, sehr unterschiedlichen Konstellationen an für sehr unterschiedliche Parteien und wir unterscheiden uns hier schon sehr grundlegend, unabhängig von einer persönlichen Wertschätzung, die ich natürlich gegenüber beiden Kandidaten habe. Aber in den Programmen unterscheiden wir uns natürlich und in den Zielsetzungen schon doch teilweise erheblich. Die SVP hat ja immer als ihren Grundsatz die Verteidigung und auch den Ausbau, möglichen Ausbau der Autonomie. Ich glaube, wir haben Erfahrung darin. Ich glaube, wir sind in diesem Bereich nicht nur Schmiedl, sondern der Schmidt. Und ich denke, das ist auch der Weg, den wir in dieser Legislaturperiode beschreiten wollen. Wir geben uns da keinen Träumereien hin, also von einem Freistaat, der ja manchmal ausgerufen wird, oder ich glaube nicht, dass der in der nächsten Amtsperiode realistisch ist, oder auch wollen uns auch nicht in ideologischen Kämpfen hier hingeben, sondern wir werden versuchen, wieder eine Politik des Machbaren zu schaffen und wie gesagt, nach Möglichkeit unsere autonomen Rechte zu verteidigen, auszubauen. Wir sind der Meinung, dass wir jede Kompetenz, die wir hier in Südtirol haben, ist eine gewonnene Kompetenz, können wir viel näher an den Bürgerinnen und Bürgern ausüben. Und unabhängig davon, wie sie dann ausgeübt wird, kann es Diskussionen darüber geben, aber wichtig ist, dass die Kompetenzen in Südtirol verankert sind. Frau Meier, dieselbe Frage auch an Sie. Was bekommt ein Südtiroler, wenn er Sie nach Rom wählen sollte? Ja, also zunächst einmal stehen wir Freiheitlichen nicht nur für die Verteidigung und die Festigung der bisherigen Teilautonomie, sondern wir wollen effektiv hin zu einer Eigenständigkeit, zu mehr Autonomie in vielen Bereichen. Und Herr Durnwalder, die SVP hätte bereits in dieser Legislatur in einem Beispiel die Möglichkeit gehabt, die Hausaufgaben zu machen, nämlich die Vereinsregister in Südtirol zu belassen. Das wurde ganz einfach in Rom verschlafen. Dieser Punkt natürlich ist zu korrigieren, dahingehend ist zu kämpfen. Ein ganz großes Thema, und das könnte Südtirol bereits seit 2009 laut Autonomiestatut schon machen, das ist die Eigenständigkeit bei der Festsetzung der Energiepreise. Auch hier hat Südtirol bis zum heutigen Tag nichts getan. Wie wir gelesen haben, 117,5% Preissteigerung in Südtirol, während andere italienische Regionen, die kein Autonomiestatut haben, in dieser Sache tätig waren, für ihre Bürger kämpfen, für Preisreduzierungen sorgen, bleibt Südtirol untätig. Man bekommt auf all die Vorschläge, die man macht, die lapidare Auskunft. Jetzt warten wir einmal, was Rom macht, und dann schauen wir, was wir tun können. Ich glaube, hier liegt einiges im Argen. Und wie gesagt, wir haben eine ganz klare Vorstellung von Südtirol. Wir möchten in vielen Bereichen, um den Menschen, die hier in Südtirol im Alltag ganz konkrete Probleme haben und denen wir leider immer wieder sagen müssen, die Kompetenz haben nicht wir, sondern die liegt bei Rom, Antworten bieten. Und dazu brauchen wir eben viel mehr Zuständigkeiten. Und es ist für mich merkwürdig, wenn ich höre von der Südtiroler Volkspartei, auch in den Werbevideos, Autonomie festigen, verteidigen und womöglich ausbauen. Also ich glaube nicht, dass Rom uns an die Schulter klopft und sagt, Meinhard, hier vielleicht
wenn du magst, kannst du ausbauen. Wir brauchen eine Vision, eine klare Vorstellung und wir müssen die Dinge beim Namen nennen, wo wir die Zuständigkeiten haben möchten und dafür auch bereit sein zu kämpfen. Und dieses Feindbild, was vor jeder Wahl immer wieder schon in den vergangenen Wahlen skizziert wurde, dem kann ich nichts abgewinnen, denn für Südtiroler Vertreter muss es in Rom einzig und allein um Südtirol gehen, nicht um Parteiinteressen, nicht um Lobbyinteressen, sondern wirklich um die Interessen aller Menschen hier in Südtirol. Und das ist und bleibt eine moderne, mutige Weiterentwicklung unserer Autonomie. Herr Heiß, was hebt Sie von Ihren beiden Mitbewerbern ab? Warum sollen die Südtiroler am Sonntag Hans Heiß ankreuzen? Ja, danke für die Einladung, danke für die Frage. Wir Grüne haben natürlich auch eine positive Einstellung zur Autonomie. Uns gibt es nach der Südtiroler Volkspartei in Südtirol am längsten, seit 1978 in abgewandelter Form. Die Autonomie bedarf der Weiterentwicklung, das ist keine Frage. Sie bedarf der Weiterentwicklung eben in bestimmten Querschnittsthemen, die auf der Strecke liegen bzw. auszugestalten sind im Bereich Umwelt, im Bereich auch anderer wichtiger Querschnittskompetenzen. Sie bedarf aber vor allem auch der täglich konkreten Umsetzung und es ist in dieser Legislaturperiode leider nicht allzu viel weitergegangen. Es ist eben das Vereinsregister, die Ehrenamtlichkeit eben gerade noch auf der Zielgeraden vielleicht noch einzubringen, aber sonst ist nicht allzu viel geschehen und es wird darum gehen, eben für die Autonomie in der nächsten Legislatur eine neue Perspektive zu sichern, wird schwierig sein, denn wenn sich eine Mitte-Rechts-Regierung eben ans Ruder setzt, dann wird mit Sicherheit die Autonomie nicht an erster Stelle, an erster Priorität sein. Aber ich glaube, es gilt gerade deswegen, eine Vision zu entwickeln für die Autonomie und für ihre Weiterentwicklung. Aber vordringlich für Bürgerinnen und Bürger ist es mit Sicherheit, dass wir uns einsetzen für eine soziale Absicherung und Abfederung der aktuellen Energiepreisschockkrise, der aktuellen Inflation. Und hier gilt es sowohl in Rom, sofort Maßnahmen zu setzen. Nach diesem Dekret Aiuti bis mit ersten wichtigen Hilfen wird es über den Winter notwendig sein, hier weiter einzusteigen und im Verein mit dem Land eben hier weitere Maßnahmen zu sichern. Aber es wird auch notwendig sein, im Bereich Umwelt und Klima Maßnahmen zu setzen und hier ist Südtirol zentral. An zentraler Stelle denken wir etwa an die Autobahnkonzession, die seit langem unterwegs ist, aber noch nie wirklich zugesprochen wurde. Der A22, die Brenner Autobahn, ist eine zentrale Achse und hier kann sehr viel an Umwelt gestaltet werden und vor allem auch Anrainer entlastet werden für eine zukunftsgerichtete Verkehrspolitik. Also sowohl im Kernbereich der Autonomie wie auch im Bereich der Energie, darauf hat Uli Meier zu Recht hingewiesen, wie auch eben im Bereich der Ökologie, der Verkehrsentwicklung ist in Rom zweifellos jetzt eine Schlüsselphase da, wenn auch unter bedenklichen Vorzeichen, wie wir befürchten müssen. Italien könnte in Zukunft von einer Mitte-Rechts-Regierung unter dem Vorsitz von Fratelli d'Italia regiert werden. Herr Heiß, Sie als Historiker, im Zusammenhang mit Meloni fällt oft der Begriff des Postfaschismus. Ist das ein zutreffender Begriff Ihrer Meinung nach? Postfaschismus ist immer ein Verlegenheitsbegriff, weil er besagt eben, dass eben nach dem Faschismus sozusagen eine andere Variante wiederkehren würde. Es ist schon bemerkenswert, dass 100 Jahre nach der Machtergreifung des Faschismus 1922 jetzt allem Anschein nach wieder eine Vertreterin einer sehr rechten Partei mit dem Symbol des MSI eben antritt. Es ist eine andere Rechte, eine andere extreme Rechte, die sich jetzt anschickt, an den Start zu gehen, in Rom an die Regierung zu kommen. Die Fratelli d'Italia sind von der Ausrichtung her zum einen natürlich extrem nationalistisch, deswegen haben sie ja die Hymne als Zeichen gewählt, extrem nationalistisch auf Italien bezogen und daher wohl kaum minderheitenfreundlich.
Sie sind auch grundsätzlich, obwohl Sie jetzt Kreide geschluckt haben, antieuropäisch. Da bin ich fest überzeugt. Also Europa ist eine Notlösung, um an die Gelder des Resilienzfonds zu kommen. Und es ist von der Ideologie her, also neben Nationalismus, antieuropäischem grundsätzlichen Geist, trotz aktuell gefressener Kreide. Als drittes kommt noch hinzu eben eine Ideologie, die aufbaut auf Patria Familia Dio, also die ja mit einer modernen, vielfältigen Gesellschaft relativ wenig zu tun hat. Also das alles ist im Wahlkampf natürlich weichgespült, aber wir werden sehen, dass, sollte die Regierung Mitte rechts antreten, dass eine deutliche Verschiebung Richtung Orban, Richtung polnischem System eben einsetzt. Und das tut Italien und das tut auch Südtirol keineswegs gut. Deswegen ist der Postfaschismus nicht in einer Wiederkehr des Faschismus in Schwarzhemden zu sehen, sondern in dieser besonderen Ausrichtung, obwohl natürlich eine Kontinuität auch zum Faschismus da ist. Vor allem die Jugendbewegungen von Fratelli d'Italia sind sehr stark rechts ausgerichtet, sind sehr militant, und wir werden auch sehen, dass nach den Wahlen eben die Aggressivität auf den Straßen auch in dieser Hinsicht sehr zunehmen wird. Also es ist mit Sicherheit ein weniger freudiges Panorama für Südtirol, für Italien, für Europa insgesamt. Herr Durnwalder, die abgelaufene Legislatur war autonomiepolitisch nicht einfach. Wird es unter Meloni noch schwieriger? Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir den Italienern leider nicht vorschreiben können, wen oder was sie zu wählen haben. Also wir werden mit jeder Konstellation zurechtkommen müssen, die sich jetzt infolge der Wahlen am 25. September ergibt. Wir verfolgen immer einen realpolitischen Ansatz. Das heißt, wir versuchen immer mit allen Kräften, die autonomiepolitische Ansätze teilen und unterstützen, zu reden. Natürlich müssen hier die Fratelli d'Italia diesen Beweis erst antreten. Wir werden sie hier nicht nur an den Worten messen, weil wir haben ja jetzt im Vorfeld der Wahlen auch gehört, ein Bekenntnis von Meloni zur Autonomie. Allerdings, das muss sich erst herausstellen, ob sich das dann auch in den Taten bewahrheitet. Und wir werden abwarten hier, wie sich die Konstellationen ergeben. Und wir werden die Gespräche suchen und dann entsprechend entscheiden, wie wir uns verhalten werden. Die Freiheitlichen waren auch bereit, ein Wahlbündnis mit der Lega zu machen, die auf nationaler Ebene mit Fratelli d'Italia zusammenarbeitet. Sehen Sie Meloni nicht so negativ wie Ihre beiden Mitbewerber hier? Also die Freiheitlichen haben lediglich Gespräche mit der Lega geführt. Wir waren zu nichts bereit. Wenn man die Fakten nicht kennt, kann man nicht für etwas bereit sein. Es ist nicht zu dem gekommen. Ich sehe das Ganze nicht so schwarz, wie es beispielsweise Hans Heiß dargestellt hat. Ich glaube, dass man mit Begrifflichkeiten aufpassen muss. Eines ist, europakritisch zu sein, und etwas anderes ist, antieuropäisch zu sein. Und ich glaube nicht, dass es sich Meloni leisten wird können, als Ministerpräsidentin antieuropäisch zu sein. Europakritisch zu sein, das ist beileibe nichts Schlechtes, wenn man Dinge, die von Brüssel kommen, auch hinterfragt, kritisch beleuchtet und vielleicht auch einen anderen Blickwinkel zu manchen Dingen hat. Ich sehe es auch nicht so, dass ich nach der Wahl, ich bin keine Hellseherin, Hans Heiß weiß da mehr, auf den Straßen radikalisieren wird oder Gewalttätigkeiten geben wird. Bis jetzt haben wir aus Bildern im Wahlkampf erlebt, dass es gerade die linken Anhänger waren, die Wahlkampfstände der Rechtsparteien zerstört haben, bedroht haben, wo randaliert wurde. Also ein Phänomen, das es in dieser Form auch noch nicht gegeben hat. Und was Südtirol anbelangt, bin ich der Meinung, dass man Gespräche mit allen führen muss. Egal, ob es eine Linksregierung ist, eine Rechtsregierung, wir haben ein Autonomiestatut, das Verfassungsrang hat. Und unabhängig, wie eine Regierung in Rom zur Südtirol-Autonomie steht,
glaube ich nicht, dass diese jetzt plötzlich mehr gefährdet sein soll unter Meloni, als sie unter dem PD war. Wenn wir uns zurückerinnern, 2014 unter Renzi, da hat es auch immer wieder Angriffe gegeben. Da wurde sogar vom Wegrationalisieren gesprochen, da Autonomien mit Sonderstatut zu viel kosten würden. Also diese unter Anführungszeichen Angriffe hat es immer wieder gegeben, aber ich bin hier etwas gelassener, weil ich mir einfach erwarte von den Vertretern in Rom, unabhängig welcher Regierungschef an der Macht ist, trotzdem dialogbereit zu sein, trotzdem kämpferisch zu sein. Natürlich muss man selbst wissen, was man will. Mit welchen Forderungen gehe ich in ein Gespräch? Mit welchen Forderungen gehe ich in eine Verhandlung? Wenn ich keinen Plan, keinen Kompass, keine Vision habe, wird es schwierig sein. Aber das Schreckgespenst, das hat mittlerweile Strategie, seit ich in der Politik tätig bin, und das ist ein paar Jährchen, kann ich mich immer wieder daran erinnern, dass vor Parlamentswahlen die Autonomie in Gefahr war, lange bevor es Meloni gegeben hat in dieser Größenordnung. Deswegen ein bisschen gehört es vielleicht zur Strategie dazu, um die Wähler zu einen, und doch halt, man muss zusammenhalten. Das ist Wahlgeplänkel, aber riesengroße Sorgen mache ich mir nicht, denn es wäre um unsere Autonomie wirklich schlecht bestellt, wenn diese von einer römischen Regierung jetzt abhängig wäre, wie sie dazu steht. Also ausbauen wird auch mit einer Meloni möglich sein müssen, und die Erfahrung hat es gezeigt, auch unter der Mitte-Rechts-Regierung Berlusconi als Ministerpräsident. Man hat uns nichts genommen. Man hat uns vielleicht auch nicht viel gegeben, aber genommen auch nichts. Und das, glaube ich, hat sich jetzt im Laufe der Zeit auch verändert. Man muss halt für etwas auch wieder kämpfen und einstehen. Ich habe das jüngst so formuliert, dass wir mittlerweile nach einer Verwaltungsautonomie jetzt ein bisschen vor einem Punkt stehen, wo man noch nicht verstanden hat, wohin die Reise mit Südtirol gehen soll, was die SVP konkret will im autonomiepolitischen Ausbau. Und hier, wie gesagt, sehe ich das Ganze gelassener und bin sehr wohl optimistisch, auch unter Meloni das eine und andere für Südtirol nach Hause holen zu können. Vielen Dank den drei Kandidaten und allen drei eine gute Wahl am Sonntag.